So, nachdem wir beim letzten Mal diesen Teddy da bekommen haben, wo wir als Belohnungs, diese Sister-Belohnung und so, und hier gerade irgendwie herumläuft, ist mir auch egal, und so ein gutes Tonikum und so bekommen haben, geht's jetzt auf in diesem Bereich. Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Nein, mach ich nicht. Sicherheitskommando und... Aua! Ja. Und... Ha! Das war mein Plan. So, reaktivieren wir mal. Nehmen die Eve-Spritze. Neues Plasmid, Sicherheitskommando. Tricksen Sie Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. Ah. Gefällt mir. So, das hacken wir mal von hier unten. Autsch. Und aktivieren wir mal das. Okay. Hacken wir das hier noch. So. Und aufheben. So. Muss ich nach oben? Teils. Au. Brenn. Au. Hacken wir mal das. Zack. Und zack. Hahaha. Gefällt mir. So. Schauen wir uns mal hier unten um. Das nehmen wir natürlich. Und die paar Munition da. Gehen mal an den Zirkus der Werte. Und erhalten einen Verbandskasten. Und nehmen wir ein bisschen Bohrertreibstoff wieder mit. Und nehmen so einen Kuchen. So. So, hier oben lang. Das ist auf meiner Seite. Das nehmen wir. Finde den Schlüsselcode zur Plaza Hedon. Okay. Geht's danach? Ah. Anscheinend hat der gute Pfarrer die Codeschlösser gut gewartet. Früher kam man nur an Lem ran, wenn man vorher eine Audienz bei Wales bekam. Irgendwo müsste ein Hinweis auf die Zahlenkombination rumliegen. Sieh zu, ob du eine Spur findest. Ja, ich guck schon. Konnte ich die jetzt nicht irgendwie heilen? Ah, da. Reparieren. Ey. What? Ey. So. Schauen wir mal. Irgendwo muss doch was rumliegen hier. Okay. Ach, das ist ein Tonband. Ah. Daniel, wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt.
In Dr. Lamp liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl deiner Firma ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. So heißt, wir müssen zur Pink Pearl und den Code da finden. Nun gut. Also nochmal in den Bereich hier. Oh, du hast auch eine? Diesmal machen wir das aber richtig. Machen ein Foto. Und fackeln mal rum da. Ja. Purer Schadensteigerung um. So. Ey. Ich häng fest. So. Die nehmen wir mit. So. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremder. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Rohrpost. Aber nicht auf der Lärmsaal. Oh. Was mir das Mini-Geschütz bringt, weiß ich nicht, aber... Auto-Hack-Dings sollten wir mal benutzen. Da ist nettes Zeug drin. Wo führt uns das hin? In dem Bereich. Schön. Neue Waffe. Genbank. Nee, möchte ich jetzt gerade nicht austauschen. So. Wir sollten mal die benutzen. So. Vita Chamber aktiviert. Feuer. So. Fackelt doch da oben rum. So. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Ja, da gehen wir gleich hin. Schauen wir erstmal, was wir hier unten haben alles. Und anhört. Verdammter Simon. Rapture ist also undicht, na und? Wenn man deswegen Rotz und Wasser heult, wird's hier nur noch feuchter. Hab ich recht? Nichts weist darauf hin, dass es an unseren Entwürfen liegt. Kann genauso gut Push der Baufirma sein. Aber nein, Simon kriecht zu Dr. Lamb. Ganz zerknirscht, weil wir keinen Auftrag mehr kriegen. Und als er wiederkommt, sagt er, er wollte schon immer Priester werden. Und er ist jetzt Pfarrer Simon Wales. Sein Glaube ist noch nicht mal katholisch. Jetzt gibt es zwei Götter, heilige Zahlen, den verdammten Charles Darwin und weiß der Teufel was noch alles. Wenn mir diese Sophia Lamb über den Weg läuft, dann klatsche ich ihr eine und eine Kopfnuss gibt's noch mit dazu. Okay. Mein Text? Ja, brenn ruhig. Die ist tot. Licht in meinen Augen. So, Auto-Hack-File. Und Adam sammeln. Gut. So. Oh doch. Ja. Brenn ruhig, du auch. Oh
brennen. Du sollst auch brennen. So, nehmen wir mal Antipersonen. Los. Ich sollte vielleicht lieber um die Ecke stehen. Ey. Wow. Ey. Hier, in Ruhe lassen. Stirb. Nein, ist auch Feuer, du Naseweiß. Ey. Lass sie in Ruhe. Alter. Mann. Aufheben. So. Und jetzt mal die ganzen Leichen hier durchsuchen. Meine Güte, das hier oben war schon ein bisschen böse. Ich muss unbedingt wieder Sachen kaufen. Und alles. Du gehörst also zu Simon? Hier ist mein Friedensangebot. Ja. Willkommen im meinst? Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Mach ich gleich. Ganz ruhig. Geh erstmal in die anderen Bereiche. Erstmal alles andere durchsuchen. So. Aufheben. Das aufheben. Aha. Das Tonband aufheben. Klar, ich hatte schon einige Feuer zu meiner Zeit. Und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. Okay. Kann ich die auch irgendwie abnehmen? Oder durch direkt Angriff. Ah, gut. So. Weiter geht's. Da drüben ist ein Automat. Und du, geh weg. Ohne Mist. Nervt wen anders. Da kommt Blut oben raus. Wir haben einen Verbandskasten. What the hell? Das war mal wer. Und so ein Lacker. Der heilt sich bestimmt jetzt. Egal, hacken. Schnell. So, so. So. Mitnehmen. Objekte kaufen. Treibstoff einmal. Einmal Schrot. Und ein Hackpfeil auf jeden Fall. So. So. Kamera. Auto-Hack-File, bam. So.
Gegner alarmiert. Haha. Geht sterben. Haha. Ach so, wo ist eigentlich die nächste Leiche? Weil das habe ich verpennt. Machen wir nämlich das erstmal. Sie müsste doch auch hier. Die ist wo? Ich folge der Spur einfach mal. Die ist irgendwo weiter da hinten. Da, wo ich eh noch mal hin muss. Also gut. Kann man mal kurz mitnehmen, die Anti-Dings und so. Und gehen doch noch mal hier hin. So. Ja, ich dachte, es wäre vielleicht hier gleich direkt um die Ecke, aber nein. Oxford Club Zigaretten. Aha. Achso, hier war ich drin. Stimmt. So, darüber. Und hoch. Stimmt. Ich bin einmal im Kreis gelaufen irgendwie. Egal, passiert. Passiert. Kommt vor. Und was ist hier? Ach, die Tür ist zu. Aber von hier geht's rein. Ach so, das ist so ein Ort. Ah. I see. Wie nennt man das nochmal gleich? Beichtstuhl so ungefähr. Ja. Schick dich, mein Bruder. Wow. Okay. Klavier benutzen. Oh. Okay. Telekinese. Telekinese. Was haben wir hier noch? Das beißen wir mit. Ob wir den wohl töten müssen? Frage ich mich hier gerade. So. Was? Lag da nicht das Zeug rum? Ja, da. Und da. Oh. Manchmal kannst du verschon. Ach so. Ah, ich hab's noch immer nicht gehackt. Mann, oh Mann. Müssten die sich nicht gegenseitig bekriegen da? Machen wir's so. Hacker's Delight. In Gendings lagern. So. Autohack-File. Ist der nicht irgendwo hier gelandet? Da. Weiter. Dich kriegen wir. So. So. Ey. Gegen Born. Stirb. Ähm.
läuft er hin? Und so. Heute Abend hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht auch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919. Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. Heilen. Oh, hier ist auch eine Sister. Ja. Glaube, Delta. Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns. Daniel fehlte er. Pfarrer Simon Wales nicht. Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du. Wir erreichen das Märtyrertum. Aua. Ich sollte mal ein paar Sachen eher benutzen. So. Ja. Komm. Und du auch. Mann, wie lange die nach ihrem Tod noch schreien. So. Objekte kaufen. So, so viel wie möglich. Hackfile. Krösus. Hab also einige schon ausgegeben anscheinend. So. Gut. Jetzt speichere ich aber mal und dann, wenn ich gespeichert habe, geht's beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin euer Kane Indiana Jones.